Schon das Heckgewicht hier hinten aus der Ecke rausgeholt, weil wir wollen nämlich morgen den Mist da oben streuen und da will ich dann einfach das Heckgewicht hinten ins Heck reinhängen beim Traktor, weil der Traktor, wenn vorne die Schaufel dran ist und die voll Mist ist, ist der Traktor schon hinten ganz schön leicht. Und ich habe jetzt im Moment noch nicht die Radgewichte dran verbaut, weil ich dafür noch keine Zeit hatte. Die will ich jetzt aber auch demnächst mal dran machen. Ja, auf jeden Fall so, dass er halt hinten nicht hoch geht und mir halt auch nicht umkippt, wenn ich die Schaufel ganz hoch habe. Von daher hänge ich das einfach hin rein, dass er halt hinten stabiler steht. Gut, das will ich jetzt auf jeden Fall machen. Dann will ich gleich den Schlepper nochmal abschmieren, heißt Frontlader abschmieren, Vorderachse abschmieren und die Heckhydraulik einmal komplett abschmieren, sodass das erledigt ist. Und danach muss ich dann nochmal tanken fahren. Ja, die Spritpreise momentan, die explodieren ja auch an der Tankstelle. Die sind jetzt schon mittlerweile bei 2,15 Euro der Liter Diesel. Das tut natürlich auch im Moment richtig weh im Portemonnaie, aber naja, was soll man machen, ne? Wenn der Traktor leer ist, dann muss man halt tanken fahren. Ja, bin auf jeden Fall gespannt, wo das noch hingeht mit den Spritpreisen. Ich weiß es ganz ehrlich nicht, also ich muss mich überraschen lassen, weil aber so wie es bis jetzt aussieht, wird das wahrscheinlich noch weiter steigen. Ja, von daher, naja, was soll's. Gut, und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen früh wieder, wenn es dann ans Mistfahren geht.
So, die Vorderachse und den Frontlader habe ich jetzt soweit schon abgeschmiert, wie ihr eben gerade gesehen habt. Ja, ich habe hier auch die Vorderachse komplett einmal aufgebockt vom Traktor. Ja, das muss ich halt leider machen, da mein Frontlader leider nur einfach wirkend ist. Also heißt, ich kann den Traktor vorne nicht mit dem Frontlader hochdrücken. Bei dem Massai damals, den ich hatte, der hat doppelt wirkend. Also da ging das auch richtig gut, wenn ich da die Vorderachse halt abschmieren wollte. Da habe ich halt einfach den ganzen Traktor vorne mit dem Frontlader halt hochgedrückt. Ja, das geht leider bei dem hier nicht, wie gesagt, weil er hat nur eine einfach wirkende Leitung hier zu den beiden Zylindern hier. Und deswegen, ja, kann man damit halt nicht den Traktor hochdrücken. Ja, aber so geht es an sich eigentlich auch. Dann, mein Gott, dann bockt man den halt vorne auf und dann kriegt man auf jeden Fall auch das alles abgeschmiert. Gut. Ich sage, bin jetzt soweit fertig. Ich mache jetzt gleich noch die Heckhydraulik hinten, die mache ich jetzt gleich noch. Und dann bin ich an sich eigentlich auch fertig für morgen früh. Dann kann es morgen früh ans Mistfahren gehen. So, wir haben jetzt auch endlich mit Mistfahren angefangen. Und zwar, es ist da hinten der Lohner und streut mir gerade den Mist. Ja, wie gesagt, er streut jetzt halt auch schön dünn auf die Wiese drauf, so dass ich dann halt am Ende dann kein Mist mehr im Futter drin habe. Ja, an sich eigentlich wollte ich jetzt hier auch Drohnenaufnahmen machen, deswegen habe ich die Drohne extra mitgenommen, aber es ist halt im Moment so windig hier draußen. Von daher lassen wir das alles. Ja, was ich jetzt halt noch machen muss, ist jetzt hier unten noch den Haufen weg. Und ja, dann warte ich halt, bis er wiederkommt zum Wiederaufladen. Ja, so sieht das jetzt hier oben aus. Also sicherlich ist der Mist auf dem ganz gut weggekommen, bis auf jetzt hier unten die kleine Ecke. Da habe ich halt nicht weitergemacht, weil sich das schon so ein bisschen aufs Feld geschoben hat. Deswegen habe ich die kleine Ecke da einfach liegen lassen. Ja, aber ansonsten, das ist jetzt auch nicht mehr viel, was da liegt. Das werden vielleicht 3 Schaufeln voll sein, dann war es das an sich. Ja, der Traktor ist auch ganz gut dreckig geworden. Den will ich jetzt die Tage auch nochmal überwaschen, sodass halt der ganze Mist wieder abkommt vom Traktor. Ja, das, was jetzt hier in einer Schaufel drin ist, das kratze ich mir da gleich nochmal raus. Ja, und so sieht jetzt der Traktor aus. Wie gesagt, den will ich jetzt die Tage auch nochmal überwaschen, sodass halt der ganze Mist wieder abkommt. Ja, aber so bin ich dann sicherlich ganz schön zufrieden damit, wie er mir das gestreut hat. Also der hat das richtig schön dünn auf die Wiesen gestreut. Klar, hier oben, wo ich ihn jetzt beladen habe, da ist halt jetzt so ein bisschen mehr Mist. Oder ein bisschen dickerer Mist auf der Wiese, aber das ziehe ich mir an sich eigentlich noch mit der Wiesenschleife, teile ich mir das ja noch alles. Und von daher mache ich mir da auch keine Gedanken drüber. Ja, aber so hat er mir das richtig schön dünn auf die Wiesen gestreut, also da kann ich auch mit gutem Gewissen dran gehen, dass das halt auch bis zum ersten Schnitt dann verrottet ist. Also das finde ich richtig gut. Ja. Gut, ich will jetzt, wie gesagt, die Schaufel mache ich jetzt noch so grob sauber und dann will ich nach Hause das Gewicht schon mal abbauen. Ja, ich habe jetzt eben gerade auch schon mal hier wieder hin das Gewicht hingestellt an die Ecke und auch schon mal hier die Wiesenschleife an den Traktor angebaut. Weil dann will ich nämlich morgen schon mal anfangen mit Wiesenschleifen. Ja, Traktor habe ich jetzt noch nicht gewaschen. Das werde ich dann, denke ich mal, nach dem Wiesenschleifen machen, weil der wird sowieso dann wieder dreckig vom Staub vom Wiesenschleifen. Von daher mache ich das dann einfach nach dem Wiesenschleifen. Ja, zudem habe ich ja hier hinten auch noch so einen halben Sack Dünger. Den wollte ich dann an sich eigentlich auch noch streuen. Der steht ja auch noch hier hinten. Ja, den will ich dann auf die 2 Wiesen streuen, wo ich jetzt halt keinen Mist drauf gefahren habe. Hier der halbe Sack, also der halbe Big Pack, das sind, denke ich mal, auch so um die 200 Kilo, was da drin ist. Ja, wie gesagt, das will ich dann nach dem Wiesenschleifen dann auf die 2 Wiesen draufstreuen, wo ich jetzt halt keinen Mist drauf gefahren habe. Damit die halt auch noch ein bisschen Dünger haben. Jo, und dann ist das auch soweit fertig. Gut, dann würde ich jetzt so erstmal sagen, das war's dann wieder für das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Ihr könnt mir auch gerne kostenlos abonnieren. Ja, dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.